Wir waren beide ziemlich nervös, muss man sagen. Aber es war insgesamt wirklich ein toller Tag. Das Tor des Monats feiert 50. Seit März 1971 ruft die ARD Sportschau zur Wahl der schönsten Tore auf. Im Januar 1977 wurde mit Manni Burgsmüller erstmals einem Borussen diese Ehre zuteil. Vor wenigen Tagen erst wurde der Titel für das schönste Tor im Februar 2021 vergeben. Mit Erling Haaland erhielt zum 24. Mal ein Spieler von Borussia Dortmund die berühmte Medaille. Auch dieser Mann ist einer der 24 und hält dabei gleich zwei Rekorde. Er traf bereits 11 Sekunden nach dem Anpfiff. Schneller war keiner der bislang ausgezeichneten Borussen. Und jünger auch nicht. Mike Bördeling, da ist er. Herzlich willkommen im Studio. Wenn nicht der Jüngste, dann doch zumindest einer der Jüngsten. Denn er ist erst 17 Jahre alt, meine Damen und Herren. Mike, so, erstmal die Medaille vorweg. Juli 1990, Mike Bördeling, herzlichen Glückwunsch. Danke. 31 Jahre später treffen wir uns mit Mike Bördeling an der Stätte seines damaligen Erfolges im Dortmunder Höschpark. Genau an der Stelle, von der aus er sein schönstes Tor erzielt hat. Platz 1 für das Tor Nummer 5. Mike Bördeling im A-Junioren-DM-Halbfinale Borussia Dortmund gegen Hertha Zehlendorf am 1. Juli in der ersten Minute zum 1:0. Endstand 3:0. Und das Ganze nochmal in Zeitlupe. Der Ball ist dann gekommen, ist hier einmal aufgetickt und dann habe ich den direkt Volley oben in den Winkel rein platzieren können. Und dann war es schon geschehen nach 11 Sekunden. Ja, klar war es was Besonderes. Ich meine, ich war 17 Jahre, war der Jüngste im Kader bei uns und dann so eine Ehre zu haben, das ist natürlich toll. Vor allen Dingen, wenn man sieht, das Tor des Monats wurde ja mit weiteren 4 Toren auch von der Fußball-Weltmeisterschaft in der Verlosung war es mit dabei. Und dementsprechend war es natürlich toll. Marc, jeder Mensch hat Träume. Und mit 17 hat man vielleicht besonders viele Träume. Wovon träumst du denn? Dass ich einmal Fußballprofi werde und vielleicht auch mal irgendwie Nationalmannschaft spiele. Was sind denn deine Hobbys? Ja, meine Hobbys fast nur Fußball spielen eigentlich. Ja. Ich bin mit meinem Vater damals dahin gefahren, weil ich ja noch gar keinen Führerschein hatte. Und wir waren beide ziemlich nervös, muss man sagen. Aber es war insgesamt wirklich ein toller Tag. Und es war total aufregend auf jeden Fall. Neben dem Ball, wo die ganzen Postkarten drin waren, war ein Podest aufgestellt. Und da stand der Adifola drauf, weil er halt so klein war. Also das war schon sehr lustig anzusehen dann. Im Alter von 13 Jahren kommt Marc zur Borussia. Mit 18 spielt Marc Bördeling bereits für die Amateure des BVB. Sein Trainer damals, Lothar Huber. Und die BVB-Legende lässt es sich natürlich nicht nehmen, seinen ehemaligen Schützling nach so langer Zeit wiederzutreffen. Hi, Lothar. Hi. Und, alles okay? Alles gut, alles gut. Marc war ein exzellenter Fußballer, wirklich ein super Techniker. Sehr guten Schuss, man hat es ja jetzt gerade gesehen. Und er konnte ein Spiel sehr gut lesen. Also es war eigentlich für mich ein potenzieller Bundesligaspieler. Also man muss auch ein bisschen Glück haben. Ich habe mich relativ früh mit 18 Jahren dann schwer verletzt am Knie. Und dann war das auch abzusehen, dass der Sprung sehr, sehr schwierig sein wird. Nach seiner Genesung bringt es Mark Bördeling mit rund 100 Drittligaspielen als torgefährlicher Libero für den BVB, Preußen Münster und Erkenschwick trotzdem noch zu einer ansehnlichen Amateurkarriere. Anschließend schlägt er die Trainerlaufbahn ein. Seit 2017 ist der heute 48-jährige Coach beim VfB 08 Lünen. Zu unserem Treffen im Höschpark hat er das schönste Andenken seiner aktiven Karriere mitgebracht. Ah, hat er schon mit? Das ist ja ein Ding. Ja, guck mal. Ja, das ist doch klasse. Das sind Erinnerungen, die behält man immer und vor allen Dingen, das kann man immer zeigen. Ne? Und wenn man dann noch die Möglichkeit hat, das mal in Original zu sehen, ja, und dann, wenn man weiß, was man für Leute hinter sich gelassen hat, toll, spitze, sehr schön. Ja, danke. Klar, es ist eine schöne Erinnerung, auch wenn man drüber spricht und alles, aber es ist schon sehr, sehr weit weg. Ich meine, 31 Jahre, die sind ja auch lang. 50 Jahre sind noch länger.
Insgesamt 543 Fußballer und 14 Fußballerinnen wurden geehrt. Das Tor des Monats ist natürlich ein Stück deutsche Fernsehgeschichte. Ich habe ja auch eins gemacht, 89 in Berlin im Juni. Ihr wisst schon, die große Doku zu 50 Jahren Tor des Monats, die gibt's am kommenden Sonntag um 18.30 Uhr in der ARD Sportshow. Das dürft ihr auf gar keinen Fall verpassen. Bis dahin, tschüss.